Hallo und willkommen zurück zu Mirror's Edge. Wir hatten uns ein wenig die Nachrichten angesehen und die Krugers verstärken die Sicherheit auf den Dächern. Also, sprechen wir mit Noah. Ich wollte ihn nicht hacken. Also, nur ein bisschen. Bist du ja. Was gibt's denn? Es hat sich rumgesprochen, dass du wieder zurück bist. Aber ich will über das hier reden. Wenn du damit deine Schulden bei Dogen bezahlen willst, müssen wir rausfinden, was es ist. Ich habe einen Kontakt in Anchor, der sich mit Gridware auskennt. Ihr Name ist Plastic. Bring ihr das Laufwerk. Plastic? Ja, Plastic kann ein bisschen... Vergiss es. Geh zu ihr, mal sehen, was dabei rauskommt. Die Deeskalationsgespräche mit Omnistat sind heute... Okay. Plastic besteht aus... Plastic! Gut erraten. Also, ich brauche Ausrüstung, um nach Anchor zu kommen. Und dann nein. Müssen wir uns mit Ruby treffen. Die Begeisterung ist grenzenlos. Da ist er ja schon. Okay. Nee, das da nicht, sondern diesen... da. Hallo, Ikaros. Endlich. Noah, meinst du, du hast was für mich? Ja, das hier. Leg es an. Achte darauf, dass du es nur an stabilen Stellen befestigst. Dann springst du und schwingst. Im Grunde ganz einfach. Oh, wir haben eine neue Fähigkeit gelernt. Ein Mag-Rope. Mhm. Leertaste, um das Seil zu befestigen, abzuspringen oder dich fallen zu lassen. WASD, um den Schwung zu kontrollieren. Befestige das Mainfold-Attachment-Gear an hängenden Überwachungskameras, um sich durchzuschwingen. Wir sind Spider-Man. Das ist neu. Okay. Spider-Man. Ziemlich simpel. Oh. Beinahe zu weit gesprungen, oder? Ja, aber es macht Spaß. Ja, es hat tatsächlich was von Spider-Man. Okay. Okay, auf jeden Fall mal ganz cool. Jo, und wir lassen Ikaros links liegen. Danke, Ikaros. Wow, wir haben jetzt Zauberkräfte. Wir können Ventilatoren stören, dann können wir, Jo, aber diesen Spider-Man durch die Lüfte schwingen. Läuft. Geht doch immer besser. Was war das? Das war der Ventilator, der mich da nicht wollte. Der einzige Ort, wo du hängen bleiben kannst und du bleibst wirklich hängen? Ja, aber ich dachte, das wäre kein Ort, wo ich hängen bleiben könnte. Also bleibe ich an den Orten hängen, wo ich nicht hängen bleiben dürfte? Oh, schön lila Pink. Sind wir schon auf dem Weg zu Plastic? Ja, kann sein. Außerdem klauen wir weiter elektronische Chips. Ein Glitzerding. Eine Aufnahme erhalten. Sammle 20 Gridleaks. Schön. Oh, wie schön lila das hier ist. Guck mal. Dieses Gebäude ist tatsächlich recht nett. Ja. Was das wohl für ein Gebäude ist? Oh, guck mal. Du beachtest das gar nicht. Ich weiß, die Geräte haben sich. Der Sonnenschutz hat sich da verschoben. Oh, da oben ist ein K-Sack. Da sind ganz viele K-Sacks. Der stört die Harmonie im lilanen Gebilde. Ui. Oh, ich sehe. Das hier ist eigentlich ein Einkaufszentrum oder ein öffentlich zugänglicher Ort? Ja, kann sein. Na gut. Wo müssen wir denn hin? Da rechts? Da links? Was ich sagen wollte, Plastic kann ein bisschen unkonventionell sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr zwei prächtig miteinander auskommen werdet. Werden wir es sehen, oder? Ja. Ach, wie schön lila hier alles ist. Der Ort gefällt mir irgendwie. Oh, jetzt geht's ins Türkise, auch nicht schlecht. Wir sind hier in einem Hochglanzbezirk, schätze ich. Mhm. Mit Hochglanz meine ich das wörtlich. Na gut, aber sind wir hier richtig? Geht's hier weiter zu... Ja. Oh mein Gott, ich dachte schon... Ich bin hier drüben! Immer her mit den Gewürzen. Nein, nicht jetzt. Nein. Das ist wieder zerbrechliche Ware. Das machen später. Wir nicht. Später.
Haben wir sie gleich? Ich glaube, wir kommen näher. Bestimmt, aber was ist das für ein schöner Ort? Glas. Sehr viele öffentliche Hallen. Man könnte allerdings vorwerfen, dass die Stadt ein wenig leblos wirkt. Meinst du nicht auch? So viele große Hallen, aber kaum Menschen da drin? Ja, das stimmt schon. Vielleicht ist ja heute Sonntag. In Glas ist jeder Tag ein Sonntag. Ja, genau. Ein weiterer Chip. Irgendwann hat Faith so viele Prozessoren, dass sie sich einen eigenen Computer basteln kann. Oh ja. Was denn? Ich schau nochmal hier. Nee, lass mal. Nee, das sieht nicht gesund aus. Okay, sprechen wir mit Plastic. Also ich bin gespannt. Ihren Namen und Ihr Anliegen. Sie haben 5 Sekunden Zeit. Faith, ich will zu Plastic. 4, 3, 2, 1. Fast wärst du tot. Sorry. Komm rein. Oh, Plastic ist ganz anders als erwartet. Ja. Cool. Also, Faith, was willst du hier? Kannst du mir sagen, was das hier ist? Was da drauf ist? Claro. Ein Computer. Mensch. Coole Sache. Ausländisch. Ja, ich Nein, habe das es war keine Frage. Eindringlich, Alarm! Halt die Klappe, Koma. Ignorier ihn, ich mache ihn noch klüger. Ist verschlüsselt. Omnistead Militär. Oh, ich wette, sie wollen es zurück. Naja, Das war auch keine Frage. Bis wann brauchst du die Daten? Also heute wäre ganz gut. Ich brauche 1 Monat, nur um die oberste Ebene zu knacken. Und wenn ich helfe? Ja, klingt mich in einen Gridnote ein. Oder warte halt 1 Monat. Der Gridnote klingt gut. Was muss ich tun? Alles, was ich brauche, ist ein Zugang zum Allcom Gateway. Den Rest erledige ich dann schon. Geht klar. Ich glaube, das macht ihr Spaß. Mehr als mit Faith reden. Omnistead Militär. Und wir haben ja in der letzten Folge... Es sollte kein Problem sein, ins Allcom-Gebäude reinzukommen. Ich habe auf seinem Beat eine Datenschleuse markiert. Da. Stell einfach mit deinem Handschuh eine Verbindung her, dann erledige ich den Rest per Remote-Zugriff. Weißt du, was meine größte Angst bei diesen Türen ist? Wie sieht's aus? Dass das eigentlich nur eine Glaswand ist. Faith hilft mir dabei, Rechenleistung vom Allcom Gateway umzuleiten. Das ist die einzige Möglichkeit, die Laufwerksverschlüsselung zu knacken. Na dann, lass uns das machen. Okay. Gateway-Umleitung ist schöne alles, Sitze. Weiter. Naja, möglicherweise muss ich für mich auch noch einen Gridnote hacken. Möglicherweise oder auf jeden Fall? Das ist keine binäre Frage. Einfach mal an. Das ist der letzte Scheiß, in so einer Sequenz zu failen. Ich war eigentlich... Ich weiß. ...sicher, dass da... Genau das ist das mit den Glasscheiben, was ich meinte. Bitte lass sie nicht nochmal von vorne reden oder ganz abgebrochen sein. Du hast die Sequenz gekillt, richtig? Ich glaube, ich habe die Sequenz tatsächlich gefilmt. Musst du über die Touring Avenue. Setz das Mag ein. Achso, wir können uns jetzt über die Dächer schwingen, glaube ich. Gut. Da müssten wir zum Allcom-Gebäude. Wunderkind ist dann wahrscheinlich unsere Plastic. Die mehr Rechenleistung für einen Brute-Force-Angriff braucht. Brute-Force-Angriffe gehen im Prinzip immer. Das Problem ist, dass sie lange dauern. Ah, schöne Farben. Nur wo müssen wir jetzt hin? Können wir uns da über die Seilbahn schwingen? Ja. Da, siehst du das? Da hinten. Ich seh's, aber es macht mir Sorgen. Ach. Ich meine... Spring mal da runter und geh in die Ecke. Was schwimmt man da? Geh mal hier runter. Du meinst da? Okay. Ja. Ich bin gespannt.
angespannt. Nein! Wie macht man das denn? Ich habe die Leertaste gedrückt, aber Faith hat das falsch interpretiert. Zwei dämliche Todestode in einer Folge. Oh ja, sollen wir wieder unnötige Todesfälle zählen? Nein, bitte nicht, erspar das mir. Okay. Das können lieber freiwillige Zählen. Okay. Machen. Oh. 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 Naja, warum nicht? Hat doch geklappt. Okay. Nach deinem zweimal Fehlen ist das doch mal eine nette Nachricht. Nein, denk, wir müssen dran, ja gar nicht so hart sein. Ich kann immer auch ein drittes Mal failen. Oh. Gut, die Datenschleuse ist ziemlich weit oben. Dass er es nicht gemerkt hat. Soll ich? Nein, lass die in Ruhe. Also Plastik, was hast du in letzter Zeit so gemacht? Oh. Wieso fragst du mich das? Nur so, ich wollte ein bisschen plaudern. Es wäre mir lieber, wenn du es nicht tätest. Okay, tut mir leid. Plastic muss sich gerade voll und ganz auf die Festplatte konzentrieren. Kruger stiehlt also Sachen von ausländischen Militärs. Hinter dir ist ein ziemlich hohes WFYO-Bürogebäude. Vielleicht kommst du ja auf diesem Weg weiter nach oben und dann wieder zurück zu Outcom. Okay, das hat was. Ja. Das erfordert nämlich ein bisschen Skill und ein bisschen Steuerung. Steuerung, ja. Okay, Skill vielleicht nicht unbedingt. Man muss nur in dem richtigen Moment loslassen, aber das ist schon Skill genug. Ich bin bei WFYO. Das Gebäude hat einen Aufzug mit Außenzugang. Er könnte hilfreich sein, um nach oben zu kommen. Am besten drückst du E. Ja. Oh. Aufzüge. Wunderkind. Noah hatte ich gebeten, das gestohlene Laufwerk einer Hackerin zu bringen. Genau. Sie hat herausgefunden, dass das Gerät von Omnistat kommt, Cascadias aggressiven nordwestlichen Nachbarn. Die Verschlüsselung zu knacken, benötigt Plastic einen größeren Rechner. Genau. Da, 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 da. Ja, dann hau ein. Dieses Laufwerk ist faszinierend. Es hat eine gewaltige Speicherkapazität. Ich hätte nicht gedacht, dass Omnistat derart fortschrittlich ist. Schade, es gibt keine Aufzugwerbung mehr. Auf jeden Fall. Dass es ausländisch ist, konnte sogar ich sehen. Aber Omnistat, die Sache muss für sie ziemlich wichtig gewesen sein, wenn sie dafür Agenten bis zu uns nach Glass schicken. Das würde vielleicht auch erklären, warum Krugersec die Sicherheit in letzter Zeit derart verstärkt hat. Ihr Grid-Traffic hat sich verzehnfacht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gabriel Kruger sonderlich glücklich darüber war, inmitten seines kleinen Königreichs plötzlich auf Omnistat-Agenten zu treffen. Was denn für ein Königreich? Er ist überhaupt kein König. Nein, ich meinte... länger die Leertaste, du. Ja. So, das lief doch schon viel besser. Aber dann erzähl mal, warum lässt du das da unten liegen? Gut. Warum ist der Hampelhansel wieder da? Welcher Hampelhansel? Die Geisterfigur. Ach, der. Ach, das meinst du mit Hampelhansel? Wer denn? Der, von dem ich dir erzählt habe. Dogen. Du warst bei Dogen. Obwohl ich ausdrücklich sagte, du sollst es nicht tun? Henry hat gesagt, ich könnte ihm trauen. Henry ist ein Idiot. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Natürlich nicht, Christian. Dann erzähl mal. Nein, da ist ein Koffer. Ja? Mhm. Kann ich... Nur was jetzt? Nein. Oh, doch. Oder? Und? Können wir auf den dünnen Stänkchen auch laufen? Ja, aber schon. Die gehen nur bis da. Spring mal. Okay, geh am besten runter. Und da unten ist noch ein schwarzer Würfel gewesen. Geh nochmal zurück. Welchen meinst du? Den da. Und von da könnten wir vielleicht, nein, direkt daran springen? Oder wir brauchen den Kuhsprung. Kann das auch sein? Nein? Nein, ich sehe keine Oberfläche für einen Kuhsprung. Wer hat diesen Koffer da platziert und wie kam er dahin? Ich glaube, wir machen einfach weiter im Text, ja? Und nachher kommen wir wieder. Das kenne ich gar nicht von dir, aber okay. Dann lass uns mal so weitermachen. Hm.
Alles schwarz und gelb hier. Hm, nicht gerade meine Lieblingsfarben, aber... Wir müssten eigentlich nach unten, oder? Sehe ich das richtig? Ja, vielleicht guckst du auch erstmal, dass wir da vielleicht... Ja. Wir kommen tatsächlich wieder am Koffer vorbei. Gefällt nicht, aber meine Güte. Gehe ich halt hier hoch. Am besten steuerst du nicht so ganz so wild mit dem Kamerawinkel. Da kriegt man ja... Damit den Zuschauern nicht schlecht wird, glaube ich, ja? Ja, und mir vielleicht. Okay. Eigentlich könnten wir ja da unten lang. Ja, aber warum nimmst du gerade den höchsten von allen? Erlauben uns das nicht. Oh, da unten war das lila eine türkise Gebäude. Ich glaube, wir können dann hier runter. Oder auch nicht. Das war ein Fehler, ja? Ja, siehst du doch. Okay. Brüche in das Allcom-Gebäude ein. Wir sind im Allcom-Gebäude. Ab und zu musst du mal vielleicht öfter die Alt-Taste drücken. Dann siehst du, was so rot markiert ist oder sowas. Runner-Vision ist online. Oh, die war offline. Geh mal die Treppen darunter. Treppen? Ja. Da. Oh, da. Wie konnte ich das nicht sehen? Indem du im Moment gar nichts siehst irgendwie. Oh, was machst du denn jetzt? Ich wollte eigentlich einen Sprung auf diesen armen Polizisten machen, der nichtsahnd da rumsteht. Ah ja. Nein, ich sehe auch schon, wie das gedacht war. Hallo! Komischer Schutzhelm. Oh, ich glaube, dass... Ich habe die Datenschleuse gefunden und stelle jetzt die Verbindung her. Eigentlich nicht schwer, aber irgendwie hast du es dir ziemlich schwer gemacht. Verdammt. Was ist? Ich muss auch noch einen Prioritätsswitch umlenken. Der nächste befindet sich ein paar Stockwerke unter dir. Faith, in der Kruger-Sektzentrale sind Meldungen über irgendwelche Vorgänge im Allcom-Gebäude eingegangen. Ich vermute mal, dabei geht es um dich. Wieso vermutest du das? Natürlich geht es um sie. Schon gut. Trödel einfach nicht allzu lange rum, Faith. Wieso sollte sie? Oh. Ich will ihr nur sagen, dass sie schnell sein muss, okay. Plastik. Naja, ich schätze mal, das ist sie sowieso. Sie ist schließlich eine Runnerin, oder? Bist du gerade hochkonzentriert? Wieso? Nein, dreh dich um, das war falsch. Hör auf damit. Muss ich da runter? Nein, jetzt? Du musst da das rote Ding und dann musst du runter, ja. Welches rote Ding? Oh Gott, bist du so blind? Dreh dich nochmal um. Jetzt ist es nicht mehr rot. Siehst du, das äußerste Kästchen davon war rot. Dieses hier? Ja, genau dieses da. Oh, okay. Und dann ist da... Ich weiß ja nicht, warum nur die Wand nicht langgelaufen ist. Ich bin die Wand langgelaufen, aber dann ist Faith abgerutscht. Du hast einfach die Leertaste losgelassen. Hab ich nicht. Wie? Hast du nicht? Nein. Ach, wir sind hier. Okay. Dann dürfen wir auch noch mal kämpfen, toll. Denk dran, Vorsicht. Okay. Also da an der Wand entlang? Geh nochmal zurück und guck. Das sieht nach Selbstmord aus. Nein, das war doch rot hier. Drehen. Warum ist es nicht mehr rot? Mach nochmal alt an, das ist ja furchtbar. Warte. Nein. Hör mir doch einfach zu, das war rot. Hä, wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich habe alt gedrückt. Oh, okay. Da, siehst du, jetzt ist es auch wieder rot. Na gut. Okay. Da ist aber was mit E zum Drücken. Hauptsache, du rennst einfach. Runter? Nein. Siehst aber du das? Siehst du das? Ja, ich sehe es. Oh. Ich bin da wirklich durch diesen kleinen Spalt gefallen, durch den man nicht hätte fallen können. Na schön. Aber jetzt wissen wir, wer ja... Oh, der hat gespeichert. Welch ein Glück. Nochmal das Ganze hier drauf. Bitte nicht nochmal. Okay. Da drauf. Nein! Warum? Nochmal.
Das ist ja eklig mit dem Ding. Dieser Moment, in dem der Kommentator die Krise kriegt. Egal, nein. Oh, okay. Vielleicht hätte ich einfach Shift drücken müssen. Oh ja, so. Das wäre die Idee gewesen. Meinst du, wir müssen da rein? Hey, ein Koffer! Also muss ich diese Möglichkeit ausschließen. Vielleicht, wenn ich... Hast du Hunger? Ich hab gefrühstückt. Das war vor 9 Stunden, Erika. 9 Stunden? Verdammt. Entschuldige, aber ich bin so nah dran. Die Antwort liegt direkt vor mir. Ich muss nur... Wie geht's den Mädchen? Ich hab sie zu Noah gebracht. Hier sind nur du, ich und ein brillanter Verstand. Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht gerade brillant. Vielleicht mache ich mir ja nur etwas vor. Machst du nicht. Woher willst du das wissen? Ich weiß es einfach. Deine Arbeit wird Cascadia für immer verändern. Sie will die Welt verändern. Mag sein. Als ich diesen verfluchten Algorithmus hier fertig kriege. Hey, hey, das wirst du. Aber erst brauchst du eine Pause. Na gut. Apropos Pause, wir benötigen auch eine Pause. Ja, ich muss mich von deinem Gefehle erholen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.